Also Agilität braucht technische Exzellenz. Ihr seht, ich habe das Technische in Klammern gesetzt, weil ich beim Vorbereiten irgendwie drauf gekommen bin, wenn ich jetzt nur über technische Sachen spreche, dann könnte das vielleicht ein bisschen trocken werden. Und ich will auch ein paar andere Ideen geben, wo man denn überall besser werden müsste, um agil zu werden. Und dann, ich habe ursprünglich geglaubt, ich soll diesen Vortrag auf Englisch halten, dann hieß es Deutsch, dann habe ich schnell den Titel übersetzt. Und dabei das Wort Exzellenz eigentlich falsch übersetzt. Also ein passenderes deutsches Wort wäre Spitzenleistung, aber das ist jetzt auch egal. Okay, dieses Thema, also die Idee zu dem Vortrag hatte ich erst vor ein paar Monaten, aber dieses Thema beschäftigt mich schon lange. Vor vielen, vielen, vielen Jahren habe ich mal einen Vortrag über evolutionäre Architektur in Scrum gehalten. Aus heutiger Sicht vielleicht damals ein bisschen naiv, aber ich glaube, ich habe keinen kompletten Blödsinn erzählt. Und am Ende kam der Einwand von einem im Publikum: Ja, das ist ja recht gut oder und schön, aber mit einem Team, wo nur Juniors drinnen sitzen, geht das niemals. Und die Frage habe ich seither öfter gehört: Kann man Scrum machen, wenn man nur Junior-Entwickler hat? Okay, mal ein Beispiel. Wir sind bei einer großen Firma, die es schon sehr lange gibt, Acme Mega Corporation. Es ist dann sehr oft so, dass der Wunsch nach Agilität an zumindest zwei Stellen entsteht, vielleicht nicht gleichzeitig oder zumindest bei meinen Ex-Kunden war es immer entweder eine oder die andere der beiden Stellen, die als erste gekommen ist. Entweder das Top-Management will jetzt wirkliche Business Agility erreichen. Also ihr erinnert euch, Business Agility bedeutet, dass die Firma schnell auf externe Änderungen reagieren kann, und zwar indem sie sich selbst ändert. Ich denke, wir alle, die hier sind, kommen aus Ländern, wo Arbeit sehr teuer sind, und die meisten von uns arbeiten in Branchen, wo praktisch alle Kosten Arbeitskosten sind. Also, wenn man längere Zeit Dinge macht, die der Markt gar nicht mehr braucht, dann wird das Geld sehr, sehr schnell weniger. Das andere ist, dass Entwickler oft das Gefühl haben, sie werden in der Arbeit blockiert, in der täglichen Arbeit. Und daraus sind vor, naja, ich glaube 20 Jahren oder so, die ersten agilen Entwicklungsmethoden entstanden. Und in jüngerer Zukunft Softwarecraft, das, was wir früher Software Craftsmanship genannt haben. Also eine Bewegung, die sagt, Agilität ist nicht genug. Wir müssen auch gute Arbeit leisten. Egal, ob das von den Kunden gefordert ist oder nicht, wir müssen gute Arbeit leisten, um auch in Zukunft agil bleiben zu können. Also diese beiden Seiten gibt es. Ich denke mal, es ist eher selten, dass aus dem mittleren Management oder aus anderen Bereichen der Firma der Wunsch als erstes entsteht, agil zu werden, aber könnte ich mir auch vorstellen. Und das sind auch die beiden Sachen, über die ich sprechen möchte. Business Agility in der Organisation als Ganzes und agile Softwareentwicklung. Also ich möchte nicht darüber sprechen, ob man jetzt Scrum richtig implementiert hat oder nicht, weil man kann Scrum fast ganz richtig implementieren und dabei überhaupt nicht agil sein. Und man kann was machen, was keinem der Prozesse, die es so gibt, entspricht und trotzdem agil sein. Nach den beiden Definitionen. Okay, also diese große Firma, Acme Mega Corporation, beschließt jetzt, wir machen ab jetzt Scrum zum Beispiel, also das Ding mit den beiden Schleifen und dem Paket und so, oder Kanban, das mit dem komplizierten Board, wo man dann doch einiges an Informationen rauslesen kann, oder das mit den Zügen, wenn man es ein bisschen komplizierter haben will. Und dann holen Sie sich teure Consultants, die diese Agile Transition unterstützen sollen, machen alles neu, benennen alle Rollen um. Jeder in der Firma bekommt 2 Tage Training, also alle müssen wie die Schafe hier durch dieses Desinfektionsmittel, durch das Training durch. Und dann ist alles gut und schön und wir haben es geschafft. Ja, somit bin ich ein bisschen vor der Zeit fertig und danke, habt noch eine schöne Konferenz. Ah, ja, manchmal ist nicht alles gut und schön. Und jetzt kommen 7 Beispiele von Dingen, die ich bei
ehemaligen Kunden gesehen habe. Das heißt nicht, dass meine ehemaligen Kunden alles falsch gemacht haben und es ist vielleicht hier jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber einfach Probleme, die ich gesehen habe, wenn größere, ältere Firmen versuchen, agil zu werden. Das erste ist Agile Theater. Also man behauptet, man wäre agil, ist es aber nicht. Das zweite ist Feature Factory, also die agile Entwicklung ist nur dazu da, um möglichst schnell und möglichst effizient Requirements in Code umzuwandeln und sonst ist uns alles egal. Wir sind nur dazu da, um Features zu bauen, wie in einer Fabrik. Product Backlog Bankruptcy, der Product Backlog hat einfach Ausmaße erreicht, die wir nicht mehr handeln können. Architecture Madness. Alles dauert immer länger, unser Software-Design, unsere Architektur kann einfach nicht mehr mit der Entwicklungsgeschwindigkeit mit. Sehr verwandt damit, Refactoring-Backlog oder Team-Backlog, es gibt Dinge, die das Team gerne machen würde, aber nicht tut oder nicht tun darf. Burnout by 1000 Baby Steps. Die agilen Vorgehensweise und die agilen Zyklen werden praktisch nur dazu verwendet, um noch mehr Druck aufzubauen in den Entwicklungsteam und man hat plötzlich den Druck nicht mehr einmal im Jahr, sondern alle zwei Wochen. Und ich habe es jetzt genannt Operations, was haben wir mit Operations zu tun? Da könnte genauso gut Testabteilung oder Produktmanagement oder Marketing stehen. Ganz einfach, die Zusammenarbeit mit dem Rest der Firma funktioniert nicht mehr richtig. Und wir erkennen, irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie wir wollten. Jetzt machen wir Scrum und plötzlich ist alles schlechter. Also der typische Scrum-Coach würde euch jetzt sagen, die Probleme waren vorher schon da, Scrum hat es euch nur gezeigt. Wer hat den Satz schon mal gehört? Ja, sehr schön. Ich glaube, dass manchmal wirklich früher alles besser war, aber das liegt trotzdem nicht daran, dass man jetzt Scrum oder Kanban macht, sondern daran, dass man einfach die agile Transition vielleicht schlecht gemacht hat und dass man wirklich dadurch, dass man jetzt in Teilen der Firma agil geworden ist und in anderen Teilen noch nicht, Probleme geschaffen hat, die es vorher noch nicht gab. Dazu zu den ganzen Themen, man will Agilität einführen und es funktioniert dann nicht, ist mir auch ein schönes Zitat von Bob Marshall untergekommen. Agilität ist wie Kommunismus, es wird leider viel zu selten wirklich versucht. Und warum habe ich am Anfang Acme Mega Corporation hingeschrieben und nicht irgendeine Firma? Naja, ich habe so das Gefühl, dass kleine und junge Firmen das viel besser schaffen als größere und ältere. Und ich habe auch eine Theorie dazu, warum das ist. Also die Kurzfassung ist, dass einfach kleine, jüngere Firmen nicht das Geld hätten, das nicht zu schaffen. Also die es nicht geschafft haben, die sehen wir nicht mehr, weil die sind schon gestorben. Eine große etablierte Firma kann sich's mal leisten, irgendwie 3 Jahre lang in einem undefinierten oder nicht optimalen Zustand zu sein und danach noch immer Geld zu haben. Eine kleine, junge Firma kann das oft nicht. Noch ein Satz, den ich von einem Manager bei einem ehemaligen Kunden gehört habe. Also ich habe mit dem darüber diskutiert, warum wir mit der Operations-Abteilung so zusammenarbeiten, wie wir das tun. Und er meinte, ja, wir wären ja gerne agiler, aber, und dann kam eine Liste von Gründen und das Schlimmste für mich war, wir haben nicht die richtigen Leute dazu, unsere Leute sind nicht motiviert, sie sind technisch nicht gut genug, sie wollen nicht lernen, sie sind faul. Also ich glaube, er hat nicht gesagt, sie sind faul, aber das war so die Konklusion. Und die Hürde mag schon sehr groß aussehen, und sie mag so groß aussehen, als ob wir es nicht schaffen würden mit den Leuten, die wir gerade haben. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Manager komplett falsch lag, weil ja, wir müssen besser werden und zwar in allen Bereichen. Aber die gute Nachricht ist, egal wo wir gerade sind, wir können anfangen, uns zu verbessern. Und wenn wir ganz unten sind, ist Verbesserung sogar einfacher, als wenn wir schon irgendwie bei 95% des Möglichen wären. Okay, grundsätzlich, ich will jetzt auf die 7 Bereiche noch mal etwas detaillierter eingehen.
Grundsätzlich sollten wir im Hinterkopf haben, wir wollen agiler werden, um auf externe Veränderungen besser reagieren zu können und so Risiko zu minimieren und Kosten sparen eigentlich nur dadurch, dass wir verschiedene Risiken minimieren. Und dazu sollten wir im Hinterkopf behalten, alles, was Zeit kostet, verhindert Agilität. Also wenn ich irgendwo eine Regel habe oder einen Prozess habe, der einen Monat dauert und der eine Entscheidung einen Monat verzögert, dann habe ich per Definition hier eine mindeste Durchlaufzeit von einem Monat nur durch diesen Prozess und kann nicht schneller auf externe Veränderungen reagieren. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum gerade in der Softwareentwicklung, vielleicht ein bisschen paradoxerweise, höhere Qualität, höhere interne Qualität oft bedeutet, dass wir zusätzlich schneller und billiger sind. Also dass das kein Widerspruch ist im Gegensatz zu anderen Branchen. Und das ist auch so ein bisschen die Motivation hinter diesem Talk, um schnell und billig zu bleiben über lange Zeit, müssen wir die Qualität hochhalten, müssen wir in vielen Bereichen besser werden und richtig gut werden. Okay, Agile Theater, was sind denn die Probleme, die wir so sehen an der Oberfläche? Es dauert einfach sehr, sehr lange, bis Entscheidungen getroffen werden. Also wir haben jetzt die Agile Transition gemacht, wir haben im ganzen Unternehmen Scrum eingeführt, alle Manager haben ihren Bonus bekommen und wir haben das auch gefeiert, dass wir jetzt endlich agil sind. Und trotzdem dauern Entscheidungen lange. Es dauert sehr, sehr lange, bis Entscheidungen implementiert wurden. Es dauert vielleicht noch immer Monate, bis ein Projekt überhaupt gestartet wird, von dem wir wissen, dass wir es machen müssen. Wir haben sehr, sehr lange Lead Times für Dinge, die wir ausliefern wollen. Also wir wissen, dass wir was machen müssen, aber bis wir es liefern, dauert es sehr lange. So, als Beispiel von einem Kunden. Das war der einzige Kunde, wo ich überhaupt keine technische Rolle hatte. Ich war dort nur Scrum Master und verantwortlich für die Zusammenarbeit mit Testing. Also es war schon sehr spannend, aber ich habe dort einfach sehr viel Zeit gehabt, mit Jira und Excel rumzuspielen und habe mal unsere durchschnittliche Lead-Time gemessen. Und für Dinge, die wir ausgeliefert haben, waren von dem Zeitpunkt, wo wir sie im Product Backlog aufgenommen haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wirklich in Produktion für User verfügbar waren, durchschnittlich 6 Monate. Und das war nur für Dinge, die wir ausgeliefert haben. Wir hatten auch Dinge im Product Backlog, wo wir wussten, die werden wir niemals liefern. Wenn ich die mit eingerechnet hätte, wären wir da jetzt bei unendlich. Also das ist schon sehr, sehr lange. Das kann heißen, dass wir haben damals Software gemacht für Field Technicians. Das kann heißen, dass irgendwie im Frühling ein Request reinkommt, wir brauchen irgendein Feature für die Gewittersaison im Sommer und sie bekommen es im Oktober. Nochmal zur Erinnerung, das, was eigentlich zählt, ist Business Agility. Das, was zählt, ist als Organisation auf Veränderungen oder auf den Markt reagieren zu können. Das kann heißen und wird vermutlich heißen, dass wir in Teams oder in IT-Abteilungen agile Prozesse einführen müssen, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Okay, die Probleme, die wir so an der Oberfläche sehen, habe ich erzählt. Ich denke, dass manche der Grundprobleme sind, dass solche Firmen oft eine Organisationsstruktur haben, die sehr schlecht passt für Softwareentwicklung. Es ist auch teilweise verständlich. Also die meisten meiner Kunden sind keine Softwareentwicklungsunternehmen, sondern Telekomunternehmen, die auch Software machen, Industrieunternehmen, die auch Software machen, Behörden, die auch Software machen, solche Sachen. Und das ein Telekom-Unternehmen vermutlich eine Organisationsstruktur hat, die für Telekom optimal ist und nicht für Softwareentwicklung. Es ist jetzt erstmal nicht überraschend. Ich glaube aber auch, dass manche dieser Unternehmen eine Organisationsstruktur haben, die vor 30 Jahren für das optimal war, was sie jetzt machen. Ein anderes Phänomen, das ich gesehen habe, und da wurde ich schon kritisiert, dass ich das sage, weil das nicht in allen Firmen so ist, aber ich habe Fälle gesehen, wo gerade in Unternehmen mit tiefen Unternehmenshierarchien, wo das mittlere Management solche Sachen blockiert.
Also die Entwickler würden gerne vernünftiger arbeiten, das Top-Management hätte gerne mehr Business Agility und dazwischen sind sehr viele Leute, die einfach nicht mehr wissen, was sie in dieser neuen Organisationsstruktur zu tun hätten, die das Gefühl haben, ihre Daseinsberechtigung wird ihnen entzogen und dieses Gefühl ist vielleicht unberechtigt, aber wird nicht genug adressiert während den Transitionsprozessen und darum reklamieren die Dinge in den Prozess hinein, die das Ganze unagil machen, aber die ihnen das Gefühl geben, sie haben noch immer eine Daseinsberechtigung. Ein großes Problem kann sein Jahresbudgets. Also wenn wir Jahresbudgets haben, dann haben wir per Definition irgendwas, was sich nur jährlich ändern kann und das ist nicht agil. Und Boni vor allem für Manager, die auf KPIs basieren. Ich glaube, wer hat das gesagt? Peter Drucker hat, glaube ich, gesagt, dass ein Manager mit einem Bonus die Firma zerstören wird, um den Bonus zu erreichen. Zu viele Prozesse regeln sehen wir sehr oft in älteren Firmen. Also man glaubt ja gar nicht, wie viele Prozesse und Regeln es in einer Firma geben kann, die es seit 50 oder 100 Jahren gibt. Obwohl, ich habe den Vortrag gestern hier in Horgen gehalten und da war niemand überrascht. Und zu viel Work in Progress. Es werden zu viele Dinge gleichzeitig gestartet und dadurch dauern auch alle diese Dinge sehr lange. Vielleicht noch ganz kurz, bei dem Kunden, wo ich das gemessen habe, war es auch so, dass von diesen 6 Monaten durchschnittlicher Lead Time, glaube ich, 4,5 Monate warten waren. Also es gab irgendwie 4 Zeitpunkte, wo irgendwas passiert ist und dazwischen ist das Ding einfach rumgelegen und keiner hat es angesehen, diese User Story in dem Fall. Besser werden muss ziemlich sicher heißen, dass wir uns von jährlichen Zyklen, sowas wie Jahresbudgets und Bonuszahlungen verabschieden müssen oder bessere Wege finden müssen, das zu schaffen. Kürzere Kommunikationswege schaffen, das kann heißen, auch die Firma umzuorganisieren. Flachere Hierarchien. Und ich habe Bernd Greifeneder, den Gründer von Dynatrace. Wer kennt Dynatrace? Relativ große Firma im Application Performance Monitoring Bereich. Den habe ich mal zu diesen Themen interviewt und da hat er mir unter anderem gesagt, man muss die Organisationsstruktur um 90 Grad drehen. Die haben das gemacht, als sie schon relativ groß waren. Also es darf nicht mehr diese Abteilungen geben oder diese Silos, wo irgendjemand testet, irgendjemand Anforderungen definiert und so weiter, sondern man muss das Ganze um 90 Grad drehen und vertikal integrierte Teams haben, die eine Aufgabe ganz alleine lösen können, vom Marketing bis zum Betrieb. Kommt mittlerweile auch den meisten bekannt vor, dass man das eigentlich machen sollte. Feature Factory. Die Probleme, die wir sehen, sind Success Theater. Also sobald wir etwas ausgeliefert haben, feiern wir, juhu, wir haben das Feature geliefert und ob es dem Kunden was bringt oder nicht, das ist dem Team wiederum egal, weil die haben ja Geld schon bekommen. Übergaben oder stille Post. Also ich war mal tatsächlich bei einem Kunden, wo die Endbenutzer mit ihrem Chef gesprochen haben, ihr Chef hat mit den Business Analysten gesprochen, die Business Analysten mit dem Product Owner, der Product Owner mit den Entwicklern, die Entwickler mit den Testern und es gab keinen Zeitpunkt, wo irgendwo ein Entwickler oder ein Tester mit einem Endkunden hätte sprechen können oder mit einem Endbenutzer. Stille Post über so viele Ebenen hinweg, das kann genau zu den Problemen führen, dass es uns eigentlich egal ist, was wir liefern einfach nur die Features, die bestellt wurden. Velocity Addiction, es ist uns einfach wichtig, weil auch das Management drauf schaut, dass wir unsere Velocity konstant halten, egal woran wir gerade arbeiten. Dadurch keine Zeit für Refactoring und irgendwann schreibt dann wieder jemand der eigenen Mitarbeiter so einen Agile Sucks Blogpost, wie man gefühlt alle 2 Wochen auf Hacker News lesen kann oder was auch immer eure Entwickler lesen, wenn sie gerade arbeiten sollten. Das erinnert mich jetzt wieder an einen Kunden von mir, da hatten wir die Probleme nicht so extrem, aber wir haben fast jedes Projekt on time within budget geliefert und waren auch sehr stolz darauf. Aber ich habe mir dort angesehen oder ein paar Leute haben sich dort angesehen, wie wir eigentlich die Zeit verwendet haben. Und ich bin dann mit denen draufgekommen, okay, 10% Meetings, das ist
relativ normal, wenn man Scrum macht, sogar relativ wenig. Da macht man eigentlich nichts außer den Scrum-Meetings. Bisschen was für anderes Zeug, Produktionsunterstützung. Und von dem, was übrig blieb, ein Drittel für neue Entwicklung und zwei Drittel waren Rework. Also wo wir Dinge wieder angegriffen haben, die eigentlich fertig sein sollten. Und das ist schon so ein bisschen ein Hinweis auf Success Theater. Wir liefern etwas aus und bekommen sofort vom Kunden rein, ja, das ist ja schön und gut, aber eigentlich hätten wir es gerne ein bisschen anders. Und zu diesen Agile Sucks Blogposts gibt es ein schönes Zitat von J.B. Reinsberger, der sagt, Agilität ist nichts, was rumläuft und euch bei der Arbeit behindert. Es ist eine Idee, die ihr verwenden könnt oder nicht. Und die Grundidee ist, früher mehr Wert zu liefern und dadurch früher mehr Geld zu verdienen. Ich würde das gesamte Blogpost nicht in der Arbeitszeit lesen, da sind dann doch mehr Schimpfwörter drinnen als in dem Zitat, aber es ist ganz interessant zu lesen. Die Grundprobleme von so einer Feature Factory oder zumindest manche der Grundprobleme, die ich sehe, sind, dass Teams die Auswirkungen ihrer Arbeit nicht kennen. Also die Problemlöser sind einfach zu weit weg von den Problemen. Kein Kontakt zu echten Benutzern, zu detaillierte User Stories, großes Problem, je detaillierter die User Stories sind, umso eher tappt man in diese Falle und implementiert nur, was da drinnen steht, ohne nochmal drüber zu reden. Keine PO-Retrospektiven, also die Entwickler werden angehalten, sich ständig zu verbessern, die POs überprüfen nicht regelmäßig, ob ihre Arbeitsweise passt, ob die Features, die sie liefern, auch wirklich den Mehrwert bringen, den sie glauben. Und zu große Lieferungen, zu viel wird gleichzeitig gemacht. Bei dem Kunden, wo ich das überprüft habe, war das natürlich nicht die offizielle Version, dass wir zwei Drittel der Zeit an Dingen arbeiten, die eigentlich fertig sein sollten, sondern die offizielle Version war, dass wir irgendwie so 10% der Zeit an Bugfixes und offiziellem Rework gearbeitet haben und den Rest vom Rework haben wir behandelt, als wären das total neue Features, die wir neu implementieren und haben das auch so verkauft. Also nach außen hin hat das schon schöner ausgesehen, als es tatsächlich war. Wie können wir besser werden? Wir könnten zum Beispiel mal versuchen, echte User Stories zu schreiben, so wie es im Extreme Programming Buch drinnen steht, so ein, zwei Sätze auf einer Karteikarte, mal Jira ein, zwei Sprints weglassen. Echte Sprint-Reviews, das ist wirklich das erste Scrum-Projekt, in dem ich war. Da waren die Sprint-Reviews so, dass das Team gemeinsam mit dem Product Owner das Sprint-Ergebnis echten Benutzern präsentiert hat. Und da haben wir so viele, so wertvolle Informationen bekommen, auch über zukünftige User-Stories, wo wir dachten, die wären schon klar. Das ist wirklich etwas, was das sagt euch jeder, dass das wichtig ist, aber sprecht in regelmäßigen Abständen mit echten Benutzern und zeigt ihnen, was ihr gemacht habt. Mindestens jeden Sprint liefern, wirklich an echte Benutzer liefern. Das reicht nicht, dass das irgendwo potentially shippable ist in einem Testsystem oder in einem Staging-System und dass man den Benutzern sagt, schaut euch dort an, weil das macht niemand. Wirklich liefern. Und die Auswirkungen von Features messen. Und wenn man wirklich technisch besser werden will, A/B-Testing. Also das ist technisch ein bisschen kompliziert. Man liefert dasselbe Feature in zwei verschiedenen Varianten und muss dann messen, welche besser performt. Das heißt, man muss sich vorher mal überlegen, was heißt bessere Performance, wie messe ich das. Also es ist technisch schwierig, es ist organisatorisch schwierig, aber ich glaube, das ist etwas, was uns sehr helfen kann, gegen dieses Feature Factory denken. Product Backlog, Bankruptcy, die Probleme, die wir sehen, es sind einfach sehr, sehr viele Items im Backlog. Wir haben sehr lange Lead Times, unsere Schätzungen stimmen nicht, manche Features sind bei Lieferung schon obsolet. Da war ich mal bei einem Kunden, die hatten ein Projekt, an dem Projekt war ich nicht direkt beteiligt, nur beratend. Das Budget waren eine dreistellige Zahl, Millionen Euro. Die Deadline war einige Jahre in der Zukunft, nicht viele Jahre, aber doch Jahre. Ich glaube, über 100 Entwickler und die Teams haben eine Mischung aus Scrum und V-Modell gemacht und die hatten genau das Problem, dass der Backlog von dem, was sie entwickeln wollten,
einfach so riesig war, dass man den nicht mehr vernünftig verwalten konnte. Da stand einfach alles drin, was man sich vorstellen könnte, und noch ein fliegendes Auto, bitte. Ja, und der Erfinder von dem Begriff Product Backlog Bankruptcy hat dazu geschrieben, ein Product Backlog sollte ja sein, eine sortierte Liste von Arbeitsitems, also sortiert, es gibt einen Platz 1, es gibt einen Platz 2, es gibt einen Platz 3, es gibt einen vorletzten Platz, einen letzten Platz. Und da sagen ihm seine Kunden, das kann doch nicht funktionieren. Wenn wir unsere 100, 200, 800 Items wirklich sortieren würden, dann wären wir ja mit dem Sortieren nicht mehr fertig und mit dem Neusortieren. Also die Grundprobleme sind ein falsches Verständnis vom Product Backlog, dass man das mehr als Wunschliste sieht. Das, was Roman Pichler einen machtlosen PO nennt. Also Roman Pichler sagt, wenn ein Product Owner nicht zur wichtigsten Person in der Firma mal Nein sagen darf, dann ist er kein Product Owner, dann ist er nur ein Produktmanager. Das führt dazu, dass in Wirklichkeit, wenn der Product Owner alles akzeptieren muss, was der Kunde sagt, führt das dazu, dass in Wirklichkeit der Kunde das Produkt designt und wahrscheinlich nicht der Produktexperte oder der User Experience Experte ist. Und ein anderes Grundproblem sind einfach zu lange Projekte und Deadlines, die zu weit entfernt sind. Das bedeutet auch, dass wir sehr lange Backlogs haben müssen. Und zu seltene Lieferungen ist sehr verwandt damit. Da gibt es ein anderes schönes Blogpost von Alan Kelly, wo er erstmal sehr lange über Schneider und Klamotten schreibt und die Frage stellt, wenn ich zum Schneider gehe und einen neuen Anzug brauche, ist dann der Schneider die Person, die den Anzug genau so fertigen soll, wie ich ihn mir gewünscht habe? Oder ist er, weil er jahrzehntelange Erfahrung im Machen von schönen Anzügen hat, die Person, die mich beraten sollte, welchen Anzug ich eigentlich brauche oder welcher Anzug an mir gut aussieht? Und dieses Dilemma haben auch IT-Abteilungen, gerade wenn sie Inhouse-Software machen. Sollen sie diejenigen sein, die einfach das implementieren, was der Kunde will? Oder sollen sie die Produktexperten werden, die das Produkt implementieren können, das der Kunde braucht? Ganz schlimm wird es, wenn die IT-Abteilung und der Kunde unterschiedliche Ansichten darüber haben. Bei diesem XXX-Millionen-Euro-Projekt, das wurde dann auch nach dem ersten Release auch eingestampft und wird nicht mehr verwendet. Das habt ihr vielleicht in der Zeitung gelesen. Exzellenz könnte so ausschauen, wir müssen mindestens nach jedem Sprint liefern und wir müssen auch technisch gut genug werden, um das zu schaffen. Der PO muss es schaffen, Nein zu sagen, und das bedeutet vermutlich auch, dass man in manchen Firmen die Kultur und das Klima verändern muss. Das dauert lange, aber dort müssen wir hin. Wir müssen darauf achten, dass der Product Backlog wirklich diese Eisbergform hat, dass nur die Spitze des Eisbergs, nur dass wir das, woran wir gerade arbeiten, soll detailliert und klein sein und alle User Stories, die darunter kommen, können immer größer werden und immer undefinierter oder schlechter definiert. Dadurch können wir es schaffen, insgesamt wenige Items drinnen zu haben und trotzdem einen großen Funktionsumfang zu beschreiben. Und das Team muss gemeinsam eine Produktvision haben und muss die kennen, damit auch Leute im Team mal Nein sagen können, wenn da Dinge rein sollen, die nicht reinpassen. Und das zu vermeiden ist einfacher, wenn man sich als IT-Abteilung, wenn man der Image-Consultant ist und nicht nur der Schneider, der alles liefert, was gewünscht wird. Architecture Madness. Die Probleme, die wir sehen, neue Features dauern immer länger. Und alle Änderungen, die wir machen, haben Seiteneffekte. Wir wollen irgendwann einen Bug fixen, haben zwei neue. Es gibt ganz wenige Leute, die den Code wirklich können. Und wenn die mal auf Urlaub sind oder krank sind, dann haben wir schon mal ein Problem. Dann können wir nur die einfachen User Stories machen. Es gibt No-Go-Areas im Code. So, diese Klasse greift ihr bitte nicht an. Die haben wir schon 3 Jahre nicht mehr geändert. Und da hatte ich einen anderen Kunden, die haben es über viele, viele Jahre
also ich glaube, über 20 oder 25 Jahre geschafft, sehr, sehr regelmäßig zu liefern. Ich habe hier hingeschrieben, jedes Quartal, es war ein bisschen anderer Zeitplan, aber die haben sehr, sehr regelmäßig geliefert, 20 Jahre lang. Und dann plötzlich dauerte dieses Release dreimal so lange. Und ich bin dann ungefähr hier dazugekommen, da hieß es, ja, das nächste Release ist fast fertig und dann nochmal ein Jahr später war das nächste Release noch immer fast fertig, aber jetzt wirklich fast fertig. Und zu diesem, die Entwicklung dauert immer länger, gibt es einen schönen Vortrag von Uwe Friedrichsen über Economic Darwinism, wo er sagt, jeder wird früher oder später von wirtschaftlichen Darwinismus betroffen sein. Manche Firmen spüren den Druck noch nicht so, andere schon. Aber über längere Sicht werden nur die Firmen überleben, die die Kundenbedürfnisse besser und schneller befriedigen. Und ihr wisst ja, Marc Andreessen hat es, glaube ich, gesagt, oder ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber in der Informatik oder in der IT fressen die Schnellen die Langsamen, nicht die Großen die Kleinen. Also, wer erinnert sich noch an Nokia? War mal ein Handyhersteller. Die Marke gibt es jetzt wieder. Ja. Grundprobleme, die ich so gesehen habe, sind, dass Architektur nur der Architekt macht und der ist derjenige, das ist wirklich eine Person, die sich wirklich auskennt und alle anderen implementieren nur das, was er gesagt hat. Architektur und Design sind mehr oder weniger unveränderlich. Das haben wir schon immer so gemacht, das werden wir doch jetzt nicht ändern. Es wird immer wieder mal schlampig gearbeitet und das führt zu schlechterer Architektur und Design. Und dadurch, dass die Architektur und Design schlechter werden, werden Änderungen schwieriger. Das verleitet uns zum schlampigeren Arbeiten. Und das ist der schlimme Teufelskreis, in dem dieser Kunde war. Die haben es über Jahrzehnte zugelassen, dass ihre Architektur und Design nicht nur gleich bleibt, sondern wirklich schlechter wird. Und dann gab es ein Ereignis, das eigentlich gar nicht so schlimm sein hätte sollen. Ein Entwickler wurde befördert. Und auf einmal waren die 3 Monate Abstand und dann ist noch einer von der Entwicklung in die Simulationsabteilung gewechselt und auf einmal ging nichts mehr. Neue Entwickler wurden eingestellt, nicht richtig trainiert, aber dann ist erst aufgefallen, wie schlimm die Dinge wirklich sind. Und der Kunde war schon an einem Punkt, wo nichts mehr einfach oder billig wäre. Neuschreiben wäre teuer gewesen, Refactoring wäre teuer gewesen und ja, man musste einfach weitermachen. Und die waren in einer Situation, wo sie wirklich den Marktdruck schon gespürt haben, weil 2 Konkurrenten ein billigeres Softwareprodukt auf den Markt gebracht haben und das schneller evolutioniert haben. Aber sie haben mittlerweile, nachdem ich weg war, die Version geliefert und haben es geschafft, fast keine Kunden zu verlieren. Und ich glaube, sie sind jetzt wieder am Weg der Besserung. Hoffentlich. Okay, besser werden. Jetzt sind wir endlich mal bei ein bisschen technischen Themen. Architektur sollte nicht ein Titel sein, sondern eine Aktivität und das sollte im Idealfall eine Aktivität sein, die alle können. Also alle sind für die Architektur zuständig und das ist auch was, was man regelmäßig machen und dokumentieren muss. Wir brauchen regelmäßige Design Sessions. Also in meinem allerersten Scrum-Projekt, wo ich als Entwickler dabei war, hat uns der Scrum-Coach immer wieder eingebläut, im Sprint Planning steht ihr am Whiteboard und zeichnet Klassendiagramme und Ablaufdiagramme. Kontinuierliches Refactoring. Und ja, das ist etwas, kontinuierliches Refactoring ist etwas, was in zumindest manchen Teams nicht so stattfindet. Die haben dann sowas wie einen Refactoring-Backlog oder einen Team-Backlog. Dinge, die wir gerne machen würden, aber gerade nicht dürfen. Die Probleme sind, es gibt zu wenig Zeit für technische Verbesserungen. Der PO genehmigt selten große Refactorings. Wenn sie genehmigt werden, verursachen die manchmal Probleme. Waren also dann kein richtiges Refactoring, sondern haben was verändert. Und es gibt einfach zu wenig Zeit, um Prozesse zu automatisieren.
Ich war erst vor kurzem bei einem größeren Kunden, die wollten etwas Coaching. Die haben angefangen, in einem älteren Projekt Refactoring zu machen. Die haben 10 Jahre entwickelt und in den 10 Jahren keine grundsätzlichen Designänderungen gemacht. Aber ihr Verständnis davon, was gutes Design eigentlich sein sollte, hat sich in den 10 Jahren schon verändert. Also sie hatten riesige Interfaces und alle möglichen Designprobleme und nicht mal ihr Design überall vernünftig durchgezogen und waren jetzt der Meinung, dass sich da was ändern muss. Und denen habe ich dann nach 10 Jahren geholfen, da anzufangen, etwas zu ändern. Wie das funktioniert hat, kommt gleich. Zuerst noch Bernd Greifeneder, wieder der Gründer von Dynatrace, hat mir in dem Interview auch gesagt, der Weg eines Ingenieurs ist, alle Probleme nachhaltig zu lösen. Also es kann schon mal sein, dass wir irgendwo was hinfrickeln müssen, damit es schnell wieder läuft in Produktion, aber dann müssen wir ein zweites Mal da rein und das wirklich nachhaltig lösen. Also das große Grundproblem hier ist, dass es die Zeitautonomie in den Teams nicht gibt. Also so die Idee von Scrum oder Extreme Programming wäre ja, dass der Product Owner sagt, was gemacht werden soll und das Team sagt, wie sie es machen und wie lange das dauern wird. Und wenn der Product Owner Refactorings genehmigen muss, dann ist diese Zeitautonomie nicht da. Und auch die technische Verantwortung ist bei den Teams nicht da, weil wenn irgendjemand außerhalb des Entwicklerteams Mitspracherecht hat, was technisch gemacht wird, dann ist die technische Eigenverantwortung, die da sein sollte, nicht vorhanden. Und auch zu wenig oder schlechtes Feedback nach Refactorings. Wir haben keine Prozesse, die uns Sicherheit geben, dass das Refactoring funktioniert hat, weder automatisiert noch manuell. Und ein schlechtes Sicherheitsnetz bei Rollout, weil sonst wären die Probleme nicht bis in die Produktion aufgeschlagen. Bei diesem Kunden war ich 10 halbe Tage dort, also gar nicht so wenig Zeit, und wir haben doch einige Sachen verbessert, aber nach so langer Zeit mit sowas erst anzufangen, ist sehr, sehr schwierig. Also wir haben wirklich nur kleine Erfolge feiern können und auch die waren an einem Punkt, wo nichts mehr einfach oder billig wäre, aber zumindest haben sie beschlossen, anzufangen, was zu verändern. Besser zu werden. Jetzt sind wir im technischen Bereich. Wir müssen technisch besser werden. Wir müssen so Dinge, wir können Dinge probieren wie Test-Driven Development. Das hilft mir persönlich sehr damit, auf das Refactoring nicht zu vergessen, zumindest auf kleine Refactorings. Die Qualität der Tests hochzuhalten ist gerade in dem Fall sehr, sehr wichtig. Vielleicht fast wichtiger als die Qualität des Produktionscodes, weil wenn ich bei jedem Refactoring 10 Tests anpassen muss, dann höre ich irgendwann mal auf, Refactorings oder Designänderungen zu machen. Alle Sicherheitsnetze vollständig automatisieren und Rollout automatisieren. Also wir müssen automatisieren und wir müssen die Qualität verbessern, gerade technisch. Wenn wir die zwei Sachen nicht schaffen, werden wir es nicht schaffen, über längere Zeit agil zu bleiben, weil wir einfach in der Entwicklung immer langsamer werden. Und ihr erinnert euch, alles, was Zeit kostet, verhindert Agilität. Burnout durch 1000 Baby Steps. Die Probleme, die man sieht, ist, dass das Daily Scrum ein Management Report wird. Also bei einem ehemaligen Kunden von mir wurde das Daily Scrum immer abgesagt, wenn ein Manager nicht da war. Der auch gleichzeitig Scrum Master war, aber trotzdem. In jedem Sprint wird Druck aufgebaut und also das Sprintziel zu verfehlen, ist ein Fehlschlag, wo sich das Team rechtfertigen muss. Velocities von Teams werden vielleicht sogar noch verglichen oder zumindest gibt es die Ideen im Management. Und irgendjemand aus der Firma schreibt dann einen Blogpost, Scrum im Micromanager Stream. Habe ich kürzlich auf Hacker News gelesen. Sowas Ähnliches hatten wir bei einem Kunden, die beschlossen haben, wir machen jetzt Scrum, aber richtig. Dort gab es ein paar Scrum-Teams oder ein paar Teams, die Scrum oder was Ähnliches gemacht haben und damit relativ oder mehr oder weniger erfolgreich waren. Und auf einmal hat das Management beschlossen, so, jetzt machen alle Scrum, aber richtig und alle gleich, weil wir wollen ja Synergien. Synergien wollen wir immer. Niemand misst dann, ob es die gibt, aber wegen Synergien machen alle alles gleich. Und wegen Synergien gibt es auch eine Entwicklungsabteilung und nicht drei, auch wenn drei vielleicht sinnvoller wären. Ja, und dann gab es einen Prozess für alle und alle mussten ab jetzt alles gleich machen. Da habe ich ein schönes Blogpost gefunden zum Thema, was hat Agilität mit dem Betriebsrat zu tun oder was hat der Betriebsrat mit Agilität zu tun? Und da war der Satz, der mich am meisten beeindruckt hat. Wenn man Agilität nur macht, um die Effizienz zu steigern, dann überwiegen die Belastungen bei Weitem. Die Grundprobleme
Wieder, das Team hat keine Zeitautonomie, die technische Verantwortung liegt nicht beim Team, dadurch wird die Technik schlechter, die Motivation schlechter, alles wird langsamer, dadurch verlieren wir das Vertrauen. Ein großes Anti-Pattern, das funktionieren kann, aber auch nicht funktioniert, ist, wenn entweder der Product Owner oder der Scrum Master auch Vorgesetzter ist oder wenn der Scrum Master es nicht schafft, das Team in der Organisation so zu positionieren, dass sie wirklich agil arbeiten können. Und meistens liegt dem zugrunde auch noch in der Organisation ein falsches Verständnis davon, was wir eigentlich von Agile wollen. Bei dem Kunden hatten wir dann einen Prozess, der für kein Team mehr passte und alle Teams mussten in einem sehr, sehr langwierigen Prozess ihre Arbeitsweise umstellen auf das Prozess-Template für alle, und was das Geld gekostet hat, will ich gar nicht wissen. Besser zu werden. Ja, wir brauchen die Zeitautonomie, die technische Verantwortung im Team. Unternehmen werden vermutlich ihre Hierarchien ändern müssen. Und das Team sollte sich einfach daran erinnern an die Parabel vom Chirurgen und vom Händewaschen. Wenn ich zum Chirurgen gehe und sage, geht die Operation nicht etwas billiger, wenn du dir nicht die Hände wäschst, der wird das nicht tun. Und wenn ein Manager sagt, geht dieses Feature nicht billiger, wenn ihr auf Testing oder auf Refactoring verzichtet, dann sollten wir das einfach nicht tun. Ja, die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen. Probleme, die wir sehen, ist ein Chaos in, wir wissen nicht mehr, wer was machen soll. Ich habe hier Operations hingeschrieben, könnte genauso gut Testing oder irgendwas stehen. Wir müssen auf andere Abteilungen warten, auf Operations, Testing, Enterprise Service Bus, egal was. Wir wollen was deployen, aber das ESB-Team ist noch nicht bereit. Das Anti-Pattern hat sogar einen Namen, Water Scrum Fall. Also ihr Entwickler dürft schon gerne euer Scrum-Team machen, solange ihr niemanden sonst stört damit. Ja, bei einem der Kunden hatten wir eine sehr mächtige Operations-Abteilung, die in allen anderen Bereichen sehr viel Mitspracherecht hatte. Und die haben so ziemlich alles blockiert, was wir hätten machen müssen, so wie Vagrant, Docker, Deployment-Automatisierung, Cloud-Hosting oder auch, sie haben auch blockiert, dass sie Operations-Leute wirklich in die Entwicklerteams reinsetzen. Das wollten sie auch nicht. Zum Thema Operations noch ein Zitat, das wieder ein bisschen mehr in Richtung technische Exzellenz geht. Wir müssen uns von der Idee verabschieden, wirklich fehlerfreie Software zu liefern. Wir müssen Fehler schneller finden, automatisiert ausbessern können. Also gerade smarter E-Commerce, von denen das Zitat hier stammt, und Dynatrace verwenden sehr, sehr viel Geld und Ressourcen dafür, Fehler automatisiert zu finden und automatisiert auszubessern. Bei Dynatrace ist mal, glaube ich, der ganze Ostasien-Cluster ausgefallen und das System hat sich selbst geheilt, ohne dass ein Mensch irgendwas machen hätte müssen. Ja, Grundprobleme. Andere Abteilungen wollen mit uns so zusammenarbeiten wie früher. Die sind unterschiedlich weit in der agilen Arbeit. Operations oder Testing ist nicht Teil des Teams, sondern es gibt da eine Abteilungsgrenze, eine Kommunikationsgrenze. Dadurch gibt es Hands-offs ein ganz großes, grundlegendes Problem ist nicht genügend Automatisierung. Wann immer man einen Prozess hat, wo ein Mensch reingreifen muss, den man automatisieren könnte, hat man ein Problem geschaffen. Und genau dieselben Probleme gibt es mit anderen Abteilungen auch. Man könnte das machen, was Dynatrace gemacht hat, als sie schon relativ groß waren, einfach das Operations-Team aufzulösen und die Leute woanders hinzusetzen oder das Test-Team. Das hat dort schon zu einigen Aufruhr geführt und ist in traditionelleren Unternehmen vielleicht noch schwieriger, aber es wird vielleicht irgendwann mal notwendig zu sein, um cross-funktionale Teams zu schaffen. Und wir müssen einfach alle Abläufe automatisieren, da müssen wir sehr viel Technik und Hirnschmalz reinstecken und auch Fehlererkennung und Korrektur automatisieren, wenn möglich. Und wie gesagt, jedes Problem zweimal lösen. Wenn wir schon mal was hinfrickeln müssen, um es schnell zu lösen, dann auch wirklich kurz darauf dann nochmal hingehen und das Problem nachhaltig lösen. Ja, und jetzt, ihr erinnert euch, alles was Zeit kostet, verhindert Agilität. Also, um agil zu bleiben, müssen wir die Prozesse immer anpassen an die Leute, die wir haben. Umgekehrt funktioniert schlecht. Wir müssen schnell entscheiden können, schnell Fehler machen können und auch lernen, Fehler zu machen, die uns nicht sofort den Kopf kosten.
aus diesen Fehlern und aus unseren Entscheidungen schnell lernen und dieses Wissen auch managen. Und dazu noch ein Zitat. Smarter E-Commerce haben mir gesagt, es ist gar nicht so leicht, Leute zu finden, die lernen wollen. Jeder sagt, sie wollen lernen und dann, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, merkt man, sie wollen nur ihren 9-to-5-Job machen. Und wir müssen gerade die interne Qualität, also Software-Design, Software-Architektur, Testautomatisierung extrem hochhalten. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir über die Zeit immer langsamer und immer weniger agil werden. Also alles automatisieren. Auf Organisationsebene kann man sich Dinge ansehen wie Lean Startup, Netzwerkorganisationen, also dass die Organisation nicht eine Firma ist, sondern ein Netzwerk von kleineren, firmenähnlichen Einheiten, die zusammenarbeiten. Flachere Hierarchien, Beyond Budgeting, und es gibt viele, viele Firmen, die das schon lange relativ erfolgreich machen. Auf Teamebene, schaut euch Extreme Programming an. Jetzt will jeder Scrum oder Safe machen, aber das ist eine sehr unterschätzte Arbeitsweise. Clean Code, Software Craft, DevOps. Und ja, das war's. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit für Fragen haben. Ich mache das, worüber ich hier gesprochen habe, auch beruflich. Also ich bin seit über 10 Jahren freiberuflicher Entwickler und mache jetzt auch immer mehr Technical Coaching und Training und auch ein bisschen Consulting. Also ich denke, es könnte zumindest einige dieser Bereiche geben, wo ich zumindest manchen von euch helfen könnte. Wenn ihr da interessiert seid, kommt nachher zu mir und ich würde auch gerne über diese Inhalte mit euch heute noch diskutieren. Danke.